So, weiter geht's mit neuen Runde auf Endless Life. Ich habe jetzt aktuell wieder Exit Lag am Start. Das funktioniert mittlerweile wieder. Ja, das ist, glaube ich, schon eine relativ gute Verbesserung. Ich meine, bist du aktuell bei 200 statt 280, 300 ungefähr. Ist jetzt natürlich nicht eine brutale Verbesserung. Ich muss auch dazu sagen, ich finde es ein bisschen schade. Am letzten Mal waren es noch 170 ms. Ja, 200 ms machen diese 8 Euro, glaube ich, im Monat sind es, oder 8 oder 9 Euro. Tatsächlich eigentlich nicht wirklich. Ja. Naja, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich sollte es vielleicht auch generell in anderen Games noch nutzen und nicht nur hier. Okay, so. Ja, die große Frage ist natürlich jetzt noch: Sollten wir uns halt vielleicht einen One-on-One-Night machen oder halt eben nicht? Also, ich teste es heute einfach nochmal, weil jetzt haben wir halt, wie gesagt, ein bisschen weniger Ping als beim letzten Mal. Warte mal kurz. Hier ist eine blöde Chipsdose da stehen. Und die ist gerade genau von meinen Buffs da unten, vom Action-Slot. Aber okay. Blitz. Oh. Feuer. Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja, fünf. Okay, da machen wir so. Pet. Nein, das Pad ist abgelaufen. Okay, wir droppen eh nichts. Das ist das Positive. Okay, genau. Ja, also, ich weiß es halt nicht. Was soll man machen? Soll man halt. Ich glaube, es macht halt fast schon mehr Sinn, oder? Eine Night macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay, jetzt geht's runter, 180 ms. Naja, gut, ich meine, der Ping ist aktuell halt okay. Also wir casten halt echt einigermaßen gut durch und also wirklich größere Probleme ist ich halt. Oh, wait, what? Man droppt die Dinger hier so einfach? Man droppt alles bei den normalen Mobs? What? Oh mein Gott. Ernsthaft? Wir haben nicht mal Skills oder so. Oha. Lol. What? Oh mein Gott. Einfach. Wir haben nicht mal Party-Skills. Wir haben nichts. Jetzt haben wir Link. Oh, wir haben Link. Oh, sehr geil. Okay, das heißt, man braucht halt echt nicht die Gigs killen. Boah. Okay, das gefällt mir. Es ist ein eigenartiges Konzept, aber ich muss sagen, es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich das Konzept. Also, okay, man grindet halt mehr so ein bisschen die kleinen Mobs scheinbar, oder wie? Ich kann mir noch keinen Reim draus machen. Ich weiß auch nicht genau. Wie die verhindern, dass halt Leute es einfach automatisieren in irgendeiner Art und Weise. Aber, das ist halt schon cool, irgendwie. Wisst ihr, vor allem, das ist auch so, wo ich mir immer so denke, so, ja, okay, man sagt Fly und man kennt alles und man weiß genau, wann was passiert. Und du bist da hier und du merkst so, boom, ein Daedra-Sword. Das ist halt wirklich, das sind halt einfach so Sachen, was halt wirklich auch mal so ein bisschen wieder Gefühle auslöst in Fly. Das passiert ja, ich sage jetzt mal, in letzter Zeit eher ein bisschen weniger. Ist halt schon cool irgendwie. Ich stelle mir vor, wir würden heute irgendwie eine Wanderer so droppen. Wobei, natürlich, man könnte auch sagen, so war es gerade vielleicht so ein Wink mit einem Soundhieb, mit einem Soundpfahl. Ich meine, wenn wir jetzt halt einen Knight machen würden, wir hätten halt einfach ein Schwert. Ein richtig gutes Schwert sogar. Wow, okay, also das ist cool. Ich weiß nicht genau, wie oft oder selten man das Ding droppt. Also vielleicht war es wirklich jetzt ein ultra rarer Drop, den man halt vielleicht alle 20.000 Mobs einmal kriegt oder so. Wobei, man muss dazu sagen, wir haben ja auch. Was haben wir noch gedroppt? Wir haben.
Wir haben noch irgendwas Cooles geglaubt. Was war das denn? Ja gut, Setteile, aber... Ach nee, naja, nee, nicht direkt. Nee, das andere war die Level 15er Wand hier für unsere Klasse. Für Mage. Sparkly. LOL, okay. Hey, es läuft. Moment. Okay. So. Psykeeper, okay. Let's go. Nice. Okay. 3 KMP, nice. Psychic Bomb brauchen wir. Ja, ich würde sagen, wir fangen damit an. Level 10 hier. Okay, man hat viel mehr Skillpunkte, als ich dachte. Wir können halt sehr viel mehr Skills maxen, als ich jetzt irgendwie geplant hatte. Wow. Oha. Okay, Psykeeper ist geil. Okay, Psykeeper ist sehr viel besser, als ich dachte gerade irgendwie. Die MP-Kosten sind, glaube ich, auch okay. Wir regenerieren uns ja wieder ziemlich schnell. Okay, wir brauchen keinen Refresher-Hold und brauchen theoretisch eigentlich dann auch keinen... Ja, gut, Action-Slot ist natürlich schon geil, aber... Ich meine, wenn man 2 hört, ist es halt eigentlich gar nicht mehr so dramatisch irgendwie. Ja, okay, das macht echt Bock. Das ist geil. Höhe? Int mal. Hä? Base Damage 109 bis 110. Inscaling mal 45. Aber macht das so viel weniger Damage? Oh, lol. Okay, ich verstehe den Server. Wow, also ich glaube, den Server zu bewerben ist echt extrem schwierig. Für die Admins. Aber... Ja, okay, man muss den halt echt spielen. Man muss den Server wirklich spielen. Ja, okay, das ist... Also es ist absolut einleuchtend, wie das Ganze funktioniert hier. Ich dachte mir halt so, wie soll ich halt jemals irgendwelche Waffen kriegen? Und jetzt sind wir bei Level 60 und dann habe ich keine Waffen und hab kein Set und dann stehe ich halt da ohne nichts und was soll man da machen? Und dann stehe ich halt echt voll kacke da und alles. Ah ja, neu. Und das war jetzt so mein Gedanke. What? 50? Aha. Okay. Okay. Ja, hochinteressant. Das ist ja echt interessant. 50% HP. Ich weiß nicht genau, ob der irgendwie noch skaliert, ob noch besser wird. Ich meine, stell dir einfach mal vor, wir machen AOE Psykeeper. Hättet auch wieder was irgendwie. Also, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich Geld verdiene. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt in Z-Halle kommen und so weiter. Aber. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Psykeeper halt echt geil ist. Ich meine. So kann man halt echt arbeiten, irgendwie. So bockt es natürlich schon. No. Oh, das Kongons. Ja, ist das geil. Ja, das macht Spaß. Oh, wie cool Party-Skills einfach zu werden.
Das hat Card. Brauchen wir zwar eh nicht, aber egal. Also wir haben jetzt heute schon drei rare Waffen gedroppt. Detrasort und Detrasort, das Sparkling Sword, okay, das ist mehr so eine Brown Waffe, aber trotzdem. Und eine Tidra Axt. Das ist schon sehr geil. Also mir gefällt's. Mir gefällt's richtig. So, es kann nur als Skillen. Erstmal nichts. Ihr braucht schon Skills. Warum ist man Schaden sagt, also warum gehen die nicht one-hit? Two-hit. Achso, weil Link. Ich glaube, wir sollten auch irgendwann eine lange Level-Session irgendwann machen und dann wirklich mal mit allem, was geht. Aber yo, das läuft. Das läuft voll gut. Ich verschrei's schon wieder. Wahrscheinlich läuft das einfach zu gut und dann kommt wieder irgendwas und läuft es nicht mehr aus irgendeinem Grund oder so. Ist ein bisschen schade, dass immer über den Party-Skills dieses Fenster da ist. Das verdeckt halt immer den Skill da. Ein bisschen schade. Ich muss auch mal schauen, wie hier an Pads kommt und so weiter, also ein Sammelpad. Ringmaster 56, 3-1, okay. Diese Captures sind irgendwie auch ganz komisch. Aber ja, ich störe mich jetzt nicht weiter. Ja, wir könnten auch kicken. Ich meine, wir haben jetzt unsere fast 10k Damage. Also, alle 3 Minuten, wenn halt mal einmal Link läuft für eine Minute. Aber abgesehen davon, geht halt im Dschungler. Lol, Raskul, okay. Krass. Aber ich merke auch gerade so ein bisschen, es ist echt interessant, denn ich habe halt einfach so lange halt diese, jetzt mal in Anführungsstrichen, übertriebenen PC-Server gespielt, dass ich halt irgendwie so dieses kleine in Flife, die kleinen Sachen in Flife, eigentlich so gar nicht mehr schätze irgendwie oder geschätzt habe irgendwie. Also halt gerade mal irgendwie so eine Detrasor oder so oder eine Tidra-Axt-Troppen, ist halt irgendwie, ja, ist halt, war lange Zeit so gar nichts Besonderes irgendwie mehr. Oder auf den meisten Servern ist es halt irgendwie auch gar nichts Besonderes. Was jetzt sehr schade eigentlich ist. 2:03, okay. Lol. Ah, okay. Vielleicht macht derjenige dann Skills an, wenn die Party auf 40 ist, aber es dauert dann noch ein bisschen sehr lang. Vermutlich eher nicht. Ja, dann wir bräuchten unbedingt ein Pad. Ein Pad wäre echt noch wichtig. Ja, ein Schild brauchen wir noch. Nein, unbedingt ein Set oder so. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier noch ein Set droppen will. Also vielleicht ein Level 60er Set oder so. Aber die Drop-Raten sind halt echt, ja, mau. Also, vielleicht können wir es von anderen Spielern kaufen oder so, das, ja, müssen wir schauen. Aber, ja. Oh, Knuckle, okay. Money. Viel Money. War gerade Ringmaster Level Up, bevor die Bombe ankam? Ich bin mir gar nicht 100%ig sicher, aber es sah gerade irgendwie so aus.
Ja, wir müssten aber eigentlich die Quests sammeln, damit wir die Quests abgeben können, aber wir müssten halt so viele Mobs davon killen. Das würde einfach echt ewig dauern. Oh, Lucky Drop. Let's go. Also vielleicht droppen wir jetzt mal zumindest irgendwie Set-Teil oder so. Und ja, ich meine, wir könnten uns einfach auch ein Ticket kaufen, halt Koralleninsel oder Astria oder so. Würde auch funktionieren, also können wir uns auch leisten. Ich habe genug Donate-Punkte noch. Ja. Ja, komm. Hä, lol, jetzt. Das ist irgendwie auch so ein ungewohntes Gefühl, wenn man so drauf hinfiebert, so, oh, kann man gerade noch die Party schnell genug leveln und Skillpunkte farmen, Partypunkte farmen, bevor man halt irgendwie so, ja, man kennt das so, bevor man wieder mehr verliert, als man kriegt. Okay, das skaliert eben auch noch. Okay, super. Nice, nice. 63 schon. Boah, bald haben wir Spirit Bomb. Oh, mit Spirit Bomb ist so episch. Also, wenn hier Psychic Bomb schon so viel Damage macht, dann bin ich halt echt gespannt, wie viel das Spirit macht. Spirit macht doch normalerweise mehr, sehr viel mehr in der Regel auf alle Fälle. Ach, die Party direkt gegeben, lol. Skillpunkte. Red Meteorica, lol. Ja gut, okay, das Server sind jetzt auch nicht mehr neu, das heißt, den gibt es schon ein bisschen. Und dementsprechend farmen die Leute natürlich auch alle anderen Sachen oder generell andere Sachen, höhere Sachen und so. Das ist, glaube ich, gar nichts mehr so Ungewöhnliches. Leute, wir kriegen nur noch 5% pro Mob. Oh, das ist so cool, wenn wir jetzt irgendeine One droppen würden oder halt ein Schild oder so. Ein Schild wäre auch cool. Es gibt halt so viel coolen Stuff, den wir droppen könnten eigentlich aktuell. Was hat der? Ich verstehe halt nicht, was dieser Skill da bringt. Warum macht der nur 1k Damage? Verstehe ich nicht ganz. Er macht eigentlich viel zu wenig Damage, so für das, was er eben ist. Ringmaster 58, by the way. Ups, So. Treu-Level 1, okay. Ja, Treu-XP ist sehr niedrig. Also gefühlt sind eigentlich nur die... ich weiß gar nicht mal. Ich würde sagen, nur die XP sind höher, aber ich meine, von den Drop-Raten her, droppe ich jetzt 20 mal mehr als im Offi? Ich droppe schon mehr, ja doch, definitiv, ich droppe schon mehr. Also Pena nicht, also Pena, glaube ich, ist halt echt Standard. Das hat, glaube ich, 1x. Ein Level nur noch. Ich bin super gespannt, was ich an Schaden machen werde. 8k Damage schon. Das geht aber ein bisschen viel auf Ding, oder? Int mal 50. Warte mal, mit jedem Int kriege ich 50 Schaden mehr dazu. Mit jedem Level kriege ich also schon mal 100 Damage mehr dazu. Ist das normal? Keine Ahnung. Aber hier der andere Skill, dieser Demonology, der ist... Okay, das macht auch ein bisschen mehr Schaden, aber nee, irgendwas passt mit dem nicht. Da ist irgendwas komisch. Vor allem, das Coole am Style ist einfach so, du kannst eigentlich zu allen Mobs gehen. Oder zu welchen Mobs du gehst, ist eigentlich fast egal. Weil, naja, das Einzige, was halt irgendwie Auswirkungen hat, ist das Level. Alles andere ist halt eigentlich egal. beziehungsweise eigentlich die HP. HP und Level. Aber primär nur die HP vom Mob.
Ja, ob ich jetzt die free hätte oder die anderen free hätte, ist halt eigentlich egal. Nur die bringen mir halt eben mehr. 40%. Boah, bald ist es soweit. So, mal kurz rebuffen. Also ich habe am Anfang der Folge überlegt, ob ich halt doch Psykeeper machen soll. Aber ich muss sagen, ich bin mit einem, ob ich Knight machen soll. Aber ich bin mit einem Psykeeper sehr zufrieden. Psykeeper ist nice. Vigoring, naja. Und bald Part Level 40. Ich hoffe so sehr, dass das Ding wie einfach alle Skills macht. Das wäre wirklich geil. Und auch wirklich so entspannt, ich kann hier leveln und chillen nebenbei und so. Weil Captain ist einfach Two-Hit. Oh, ist das geil. Ich spiele viel zu selten Psykeeper. Erinnere mich mal bitte beim nächsten Durchlauf von welchem Server auch immer. Ich muss Psykeeper spielen. Was kommt als nächstes? Dragon Crusade, glaube ich, kommt als nächstes wieder. Nice. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Im nächsten Dragon Crusade Durchlauf spiele ich, glaube ich, Psy oder so. Ich bin sehr gespannt, wie es eskaliert. Wie es skaliert und wie es eskaliert. Oh. Warte mal kurz nochmal testen. Der hier macht 8k Damage. Okay, ist ein Small. Das ist ein Small. Small. Leute, ein Captain. Small da hinten. Nein, es läuft den Gang. Okay, machen wir mal so. 5,7k Damage. 6k Damage. Gar nicht so viel mehr als gedacht. Naja. Problem ist natürlich jetzt gerade der. Ja, das MP-Scaling. Skalieren der MP ist halt echt ein Problem. Je weniger MP, desto weniger Schaden einfach. Macht das Skill aktuell überhaupt Sinn? Nicht, macht nicht mal Sinn irgendwie. Also, das Balancing ist eigenartig. Irgendwie so der beste Skill hier ist wirklich. Psychic Bomb. Den kann man noch skillen. Nein. Doch. Und sogar für Mail. Nice, okay. Wir verlieren allerdings. Defense. Hä? Ach, das ist für drei Teile. Okay, na gut. Umso besser für uns. Solange wir halt MP haben, ist es halt echt spannend. Wenn die MP eben ausgehen, dann wirklich RIP. Ah, okay. Und Part Level 40. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir jetzt hier Skills kriegen. Jetzt mit vollen Drop-Skills zu leveln, wäre wirklich. Das wär's. Das wär's einfach. AOE. Komm, für die Wissenschaft. Okay, wie lange hält das hier? 20 Sekunden, okay. Okay. Oh, AOE Psykeeper wäre jetzt so geil. Aber ich glaube, ich will keinen AOE Psykeeper spielen. Viel zu stressig. Vielleicht auf DC dann später oder so, aber erstmal nicht. Ja, also ich weiß, wie gesagt, es ist nicht genau, wie man halt das Geld kriegt für Potions. Also für MP-Tränke. Deswegen glaube ich, würde ich jetzt eher mal zu tendieren,
den Anskills nutzen. Den hier. Der macht halt irgendwie mehr Sinn, finde ich fast. Oder? Alter, und draußen sind gerade 6 Grad. 6 Grad im Juni. Mitte Juni. Es ist so kalt einfach. What the fuck? So, nein. Ja. Level 66, by the way. Oh, Ringmaß ist gleich Level up, dann kriegen wir auch noch mehr Def und so. Wegen Protect. Oh, ich hoffe, ich brauche keine Poster. Sonst gehe ich bankrott. Poster wären echt mein Tod. 6% noch auf dem Ringmaster. Please type the following GGE. Okay. Hä? Soll ich noch ein Capture? So, und Ringmaster. Nice. Ringmaster, so, Protect. Auf Maximum. Ich kann's casten, super. Und es bringt 10% HP. Okay. Ich habe jetzt zwar irgendwie auf Death gehofft. Aber HP ist auch sehr geil. Und der Typ will keine Skills nutzen. Schade. Aber gut, also ich muss sagen, wir brauchen halt noch ein paar Set-Teile und so, klar. Aber ansonsten, also, wir haben jetzt nicht irgendwas gedroppt bisher, was uns jetzt was bringt. Aber wir können halt schon was damit machen trotzdem. Mit dem, was wir haben. Einfach nur der Progress, einfach nur das Level und so weiter. Können wir schon was damit anfangen irgendwie. Okay, ich bin erstmal in der Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.